Wenn wir uns jetzt vorstellen, ein Hallendrittel und 20 bis 30 Kinder, was machst du als Trainer? Gibt es irgendwelche besonderen Hilfsmittel, die man da empfehlen kann? Mein erster fauler Weg wäre der zu versuchen, die Situation zu verhindern. Wenn das nicht mehr geht, ist die, dass ich gerne meine Hallen kenne. Also wenn ich neu irgendwo als Trainer hinkomme, dann schaue ich mir die Hallen schon so weit an, dass ich halt weiß, okay, kann ich in dieser Halle ein Langnetz aufbauen? Haben wir ein Langnetz? Weil das wäre dann natürlich die erste Möglichkeit, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir hier super viele Leute, ich bin alleine. Dann machen wir das Ganze doch mit einem Langnetz. Also Langnetz kann man bestellen, ne? Die kann man kaufen auf Genau. Meter genau im Grunde im Genau, die kann man auch Fachhandel. Meter zuschneiden lassen, ist super. Genau, Also. ne? Alternative wäre immer, man nimmt zwei normale Netze und macht die irgendwie mit so einem Karabinerhaken zusammen und hofft, dass dann das Seil links und rechts weit genug an irgendeinem Pfosten reicht, ne? Genau, und hier diese Schnellspanner, fürs Auto Schnellspannergurte, kann man auch sich behelfsmäßig Kurbeln daraus basteln. Also das ist mit relativ wenig Aufwand, wenn man mal eine Idee hat, okay, wie will ich das hinbekommen, kann man da in ganz vielen Hallen viele Sachen hinzaubern, die man sonst nicht gehabt hätte. Was in den Schulen zum Beispiel super ist, sind diese Raivo-Bänder. Ich glaube, Raivo-Bänder heißen sie. Das sind so 5 cm dicke Gummischnüre, die es in verschiedenen Längen gibt, die wir dann zum Beispiel in den Schulen immer von Basketballkorb zu Basketballkorb spannen. Dann haben wir in Grundschulen so 18 Meter Netzlänge und in weiterführenden Schulen sind die Hallen ja größer und dann ist es nochmal mehr. Und das spannen wir dann mit Turnseilen runter. Wir stellen einfach einen Turnkasten unter den Korb und befestigen das Seil oben am Reifoband und ziehen das dann nach unten. Das ist super, weil das Netz hat auf der ganzen Länge noch seine Spannung und ich kann während dem Training jederzeit die Netzhöhe einstellen. Aber das ist eher für Anfänger oder für Schulen die Lösung. Und zwei Dinge, die ich jedes Training, egal mit welcher Mannschaft, egal welche Liga verwende, sind Klettverschlussantennen und Gummihütchen. Diese Klettverschlussantennen bieten einfach den Vorteil, ich kann innerhalb von Sekunden das Netz ganz neu gestalten. Ich kann vielleicht Kleinfeldspiele organisieren oder sagen, hey, in der Zone geht der Ball jetzt nicht über das Netz. Das heißt, diese Klettverschlussantennen helfen mir ungemein, mein Training zu vereinfachen und auch den Spielern dabei. Und die kosten auch nicht mehr als die normalen Antennen. Ich glaube, in manchen Landesverbänden darf sogar mit denen am Wettkampftag gespielt werden. Deswegen kann ich die nur sehr empfehlen. Und Gummihütchen erleichtern mir halt die Arbeit unglaublich. Es gibt Gummihütchen, die auf dem Boden, wenn sie dort liegen, die bleiben dort liegen. Haben zwei Vorteile. Wenn ich draufsteige, passiert gar nichts. Und das Hütchen bleibt auch da, wo es ist. Wenn ich diese typischen Plastikhütchen verwende, kann ich drauf wegrutschen, umknicken, wenn es blöd läuft. Und vor allem, das Hütchen ist wieder weg. Und nachdem ich ein Jahr in Schul-AGs gegangen bin mit Plastikhütchen und ich glaube, mehr Zeit damit verbracht habe, den Spielern die Felder wieder zurechtzuschieben, als Training zu machen, kann ich euch sagen, das ist eine Investition, die sich sehr lohnt. Bei den Antennen sprichst du aber davon, mehr als zwei Antennen zu haben, ne? Also die normalen Antennen außen plus noch zusätzliche, im Idealfall alles mit Klett, damit du wirklich dann viele verschiedene Zonen machen kannst. Ja, also 4 Antennen habe ich eigentlich immer in jedem Training da. Ob ich die dann nutze oder nicht, ist die andere Sache. Aber einfach, wenn ich 4 Antennen da liegen habe, dann kann ich jederzeit reagieren, kann sagen, hey, kurzes Kleinfeldspiel. Ich kann einfach auf alles, was passiert, besser reagieren.